Freunde, gibt es Plattenkiste hier. Ja, yeah, der 11. Dezember ist das. Der 11. Türchen geht auf von meinem Vinylkalender. Ich hoffe, euch geht's allen gut und so weit und so. Ne? Ich muss ein bisschen umsatteln letzten Endes. Ne? Ich hatte irgendwie ein bisschen was vorbereitet natürlich hier irgendwie so. Und zwar die neue deutsche Welle ging mir an mir nicht spurlos vorbei natürlich. Ne? Ich habe Spliff gehört, ich habe Nina Hagen gehört, die ganzen coolen Bands habe ich irgendwie alle gehört, alle auch gehabt. Ne? Auch die richtig coolen Bands und Nuala und diese Geschichten irgendwie so. Hatte mich aber für zwei irgendwie entschieden, die irgendwie mit reinzunehmen oder so, ne, in meinen Kalender. Und zwar ist es so, einmal ist es Grauzone. Grauzone habe ich natürlich super gerne gehört, ne? Genau wie Joachim Witt. Da habe ich auch mehrere Platten von der Silberblume, so. Habe ich auch alle viel gehört. So. Sind es aber nicht. Nein, ich bin da jetzt von abgesprungen. Nämlich, leider ist es so, ich habe es also gestern gehört, gestern verstorben. Bodo Steiger ist gestern verstorben. 70 Jahre alt ist er geworden. Bodo Steiger war der Gitarrist und Sänger von Rheingold. Und deswegen habe ich Rheingold mal reingenommen in meinem Adventskalender und widme den 11. Dezember mal Bodo Steiger und seiner eigentlich echt coolen, fantastischen Elektro-Pop-Musik der frühen 80er Jahre. Also Rheingold war einer der ersten, ja zumindest was, was Pop angeht, also New Wave, Neue Deutsche Welle-Veröffentlichung, die es damals irgendwie so im Radio und so zu hören gab. Fanatisch, cooler Film, wie letztes mit Desiree Noschbos und auch mit Bodo Steiger in der Rolle, war ein großes Lied von den Jungs. Fluss natürlich war total klasse und natürlich Dreiklangsdimension. Ne? Also drei ganz große Hits gehabt auf jeden Fall, die Leute. Bodo Steiger ist irgendwie auch als Produzent weitergelaufen, wollte ich gerade sagen. Der hatte irgendwie sein Rheingold-Studio oder Rheinstein-Studio oder irgendwie sowas ähnliches oder so. Ne? Der andere von denen, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, mein, kann ich natürlich wieder irgendwie nicht lesen jetzt hier irgendwie so, ne? Mein Teufel oder irgendwie sowas ähnliches heißt das, glaube ich. Der hatte noch eine ganze Menge mit Kraftwerk und so Leuten gemacht, irgendwie so, mit Karl Bartos von Kraftwerk hat er irgendwie eine Band aufgezogen, auch ein Elektro-Ding oder irgendwie so, Anfang der 90er oder irgendwie sowas. Die dritte war eine Frau, Keyboarderin, weiß ich aber auch leider nicht ganz genau, was mit ihr so geworden ist. Naja, ist auch, letzten Endes egal. Für mich ging es letzten Endes ist das tolle Wort jetzt hier, für mich ging es darum, dass wir Bodo Steiger nochmal eben irgendwie einen wunderschönen Tag widmen. 70 Jahre alt ist er geworden, habe ich glaube ich vorhin schon erzählt gehabt, so. Leider gestern verstorben, deswegen bei mir die Platte Nummer 11, theoretisch für den 11. Dezember, Rheingold heißt sie, wunderschöne neue deutsche Welle Platte gewesen, viele schöne Titel drauf und zu Ehren von Bodo Steiger dachte ich mir, ist es okay, dass wir Joachim Witt wieder hinten anstellen und Grauzone auch, Spliff und diese Geschichten finde ich auch super, habe ich auch noch irgendwie hier da auch noch was irgendwie so. Kommt noch wahrscheinlich auch noch irgendwie so. Es ist wieder langsam knapp, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es wird immer, ich habe ja nur noch jetzt 11 Tage, 12 Tage, 13 Tage oder irgendwie sowas. Kriegen wir auch nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall, das ist auch egal. Rheingold als Platte Nummer 11. Dezember. Ja, Rheingold. Bitteschön. Und das war. Ja, das war's mit Bodo. Ne? So war es. Bye bye, Leute. Hört schöne Musik. Fett hört ihr heute Rheingold. Wie gesagt, Dreiklangsdimension. Nochmal jetzt hier für mich, für euch auch letzten Endes so, musste ich nochmal eben ein bisschen was mitmachen, ein bisschen rumfrickeln und irgendwie sowas. Das fand ich einfach immer super, das Lied. Dementsprechend für euch nochmal jetzt so als kleine Schmankerl hinten dran. Rheingold, beziehungsweise Guido Gold mit Dreiklangsdimension. Lasst euch gut gehen, liebe Leute. Ich hab euch gern. Hört schön die Musik und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Ich bin Depressionen.